Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Wir haben in der letzten Folge den Koffer besorgt und haben jetzt einen Truck. Mithilfe der Fertigung kannst du deine Ausrüstung verbessern und deinen Spielstil anpassen. Das ist besonders auf höheren Weltstufen und im Endgame wichtig. Der Wissenschaftler Zahedi steht in deinem Lager bereit, um deine Waffen und deine Rüstung zu modifizieren. Es gibt die folgenden Fertigkeitsoptionen: Stufensteigerungen, Seltenheit verbessern, Mods und Varianten auswechseln und Attribute verbessern. Jede Fertigungsmethode nutzt unterschiedliche Ressourcen. Eisen wird zum Verbessern von Waffen verwendet und Leder für Rüstung. Epische und legendäre Ausrüstung brauchen Titan. Zum Austausch von Mods brauchst du bla bla bla. Okay, jede Fertigungsmethode. Eisen wird zum Verbessern von Waffen. Ja, das haben wir doch gerade gelesen. Was kommt jetzt? Verkaufen oder zerlegen? Nichtbenutzerausrüstung kann verkauft oder zerlegt werden. Diese beiden Möglichkeiten haben einen unterschiedlichen Zweck. Beim Verkaufen erhältst du Währung, um Ausrüstung zu kaufen. Und beim Zerlegen kriegen wir Ressourcen. Ich muss es jetzt nicht alles vorlesen, aber das Grundprinzip ist klar. Man kennt es ja auch schon aus anderen Spielen. Zerlegen für Waffenteile. Verkaufen für Währung. Ja, wir haben jetzt hier den schönen Truck und können anscheinend mit dem guten Jakob einmal kommunizieren. Wir müssen los, bereite den Truck vor. Der Truck soll aussehen wie Teufel auf Rädern. Okay, cool, wir können ihn sogar im Aussehen verändern. Wie schön, dass Bess wieder fährt. Dafür, dass sie von den Toten auferstanden ist. Und ich glaube, hier gibt es noch eine Nebenmission. Dann quatschen wir mal kurz mit ihm. Weil wenn, dann machen wir natürlich die Nebenmission, gar keine Frage. Vom Weg abgekommen? Wie wir alle. Was machst du denn hier? Hier ist es nicht sicher. Was siehst du, wenn du auf diese gebrochene Stadt schaust? Ich sehe in jeder Straße meine Geschichte. Ich habe hier jede Krise, jeden Aufstand und Tumult durchlebt, bis sie uns entrissen wurde. Habe ich alles verpasst? Erst die Erde. Bald verlieren wir diese Welt. Am Ende verlieren wir alles. Vielleicht muss es so sein. In meiner alten Hütte sind noch Dinge. Dinge von Wert. Allein schaffe ich es nicht, lebend dorthin. Aber wenn du mir den Weg frei machst, zeige ich dir das Versteck. Machen wir doch glatt. Nur noch einmal nach Hause. Bleib hier. Ich mach das schon. So eine lange, seltsame Reise. Wir haben so viel zurückgelassen und so wenig gewonnen. Mein altes Haus ist beim Funkturm mit Blick auf die Stadt. Okay, ja, bisschen komisch, aber der will nur einmal nach Hause und wir sagen, bleib hier. Wir machen das schon. Also klar, wir machen den Weg frei. Aber ganz logisch ist es nicht. Weil es können ja auch wieder neue Gegner kommen. So, Hütte des Alten ist hier oben. Also würde ich mich mal, ja doch, hier drüben hin einmal rüberreisen, damit wir die Nebenmission noch machen. Und wir können dann jetzt mit dem Jakob. Hey, alter Mann. Wie war's hier? Also damals, ganz am Anfang. Du, jeden Tag neue Wunder. Industriedrucker haben aus Inox-Rohstoffen alles hergestellt, was wir brauchten. Im Nu entstand eine Stadt auf einem fremden Planeten. Dann kamen die Stürme. Du hast den ersten Sturm erlebt? Oh ja, Lichter am Horizont. Maschinen, die verrückt spielten. Es war stockfinster, bis auf die Blitze. Dann die Schreie. Ich sah, wie Leute in die Luft flogen. Bäume zerfetzt wurden, überall brannte es. All die Hoffnungen, die wir in Inok gesetzt hatten, im Nu zerstört. Und als der Antrieb explodiert war? Keine Elektronik. Die Schläfer wurden geweckt. Tausende pro Stunde. Sie versuchten uns zu beruhigen, aber es gab keine Nahrung, keine Medizin, keine Zuflucht vor den Stürmen. Die ECA schloss die Tore und überließ uns unserem Schicksal. Ohne die Veränderten wären wir verreckt. Ich wollte nie ein Rebell sein. Ich wollte nur, was meiner Familie versprochen wurde. Okay. Ganz schön gesprächsbedürftig, der Gute. Ja, was wollte ich sagen? Wir können jetzt mit dem Jakob und dem Truck anscheinend nach Eagle Peak fahren, zum nächsten Gebiet.
Für alle, die es interessiert, seit, ich weiß nicht, wann die Folge online kommt, ich glaube seit 3 Tagen dann, wenn ihr das sehen könnt, funktioniert auch das Crossplay wieder. Also es kam ein Update und zwar gestern und seitdem geht es wieder. Oder geht überhaupt mal. Ich habe es bisher noch nicht hingekriegt. Ich habe auch mittlerweile einen zweiten Charakter und spiele damit ein bisschen rum. Und wir sollen einmal hier hin. Ihr wimmelt's von Rebellen. Ich räum dann erstmal auf. Die Mission habe ich allerdings noch nicht gespielt. Ich bin mit meinem zweiten Charakter, den ich angelegt habe, schon ein Stückchen weiter mittlerweile als hier. Aber trotzdem habe ich nicht viel von Story oder sonstiges mitgekriegt. Wir haben eigentlich größtenteils in der Dreiergruppe irgendwelche Missionen auf hoher Weltstufe absolviert, um Loot zu sammeln. Aber ein bisschen was weiß ich natürlich schon. Aber es ist schön, dass Crossplay funktioniert endlich. Das war halt doch sehr, sehr ärgerlich, weil ich vor allem nur Kumpels habe, die das alle auf Xbox spielen. Und dann ist es halt umso dümmer, wenn die schön zusammenzocken können und du sitzt hier am Rechner und musst weinen. Ich habe mir als zweiten Charakter den Techno-Typen gemacht. Ich muss sagen, das fetzt ziemlich. Also wenn ihr Solo spielt, ich empfehle euch auf jeden Fall den Techno-Typen, weil da habt ihr Geschütztürme, ihr einfach werfen könnt und die von alleine auf die Gegner ballern und ihr dadurch auch Leben kriegt. Das heißt, ihr könnt euch komplett in Deckung begeben. Werft einfach die Dinger vor, wenn ihr gerade etwas low unterwegs seid und es heilt euch wieder auf. Sehr, sehr praktische Sache. Aber Sinn und Zweck des Spiels ist es ja eh mal, irgendwann jeden Charakter auf Level 30 zu haben. Denn Level 30 ist wohl aktuell die höchste Stufe. Also wird man sowieso alles früher oder später mal probieren. Aber man muss auch tatsächlich dazu sagen, wenn ihr mit Kumpels zockt, der Schwierigkeitsgrad wird wirklich sehr stark angepasst, wenn ihr nicht alleine seid. Ich könnte auch mal wieder meine Fähigkeiten einsetzen. Wo kam er denn jetzt her? Und dann schauen wir mal, dann machen wir den Weg frei, dass er, der alte Mann, mal wieder in sein Zuhause kann. Und dann werden wir uns mit Jakob nach Eagle Peaks bewegen. Und mal schauen, was da so Schönes auf uns wartet. Was ist denn jetzt? Irgendwie habe ich gerade festgehangen. Ich weiß nicht, ob ich eingefroren wurde. Aber hier ist auch schon wieder gut was los. Ach Gott, wir kriegen ganz schön viel Schaden. Nein, nicht da lange, jetzt sind wir gleich tot. Wir haben aber anscheinend was getroffen oder auch nicht. Aber ich habe Leben bekommen. Da kommt der Boss. Ist natürlich sehr praktisch, wenn wir kaum noch Leben haben. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt mittlerweile diese Feuerkugeln, Brandkugeln, was auch immer das ist. Müssen dann nochmal durch die Fähigkeiten durchschauen. Er hält ganz schön was aus. Wir müssen mal wieder ein kleines Stück mehr auf Rückzug gehen. Jetzt sind wir gleich komplett... Spring doch rüber. Komplett in seiner... Ja. Da habe ich wenig Lust drauf. Wieder hinten lassen uns erstmal in Ruhe soweit. Aber wir sollten auch ihn ohne Probleme kriegen. Und jetzt brennt er. Das ist ein... Ah, Sniper. Shit. Uah. Na, wo kommt er lang?
Er wollte erstmal rüberschauen. Ich dachte, er kommt gerusht. Wir nehmen uns hier ganz schön was auf. Uns nur für den alten Mann. Ich hoffe doch, wir kriegen eine ordentliche Belohnung in seinem Versteck. Ah, wir bräuchten eigentlich ein Scharfschützengewehr, ne? Ich habe wieder bloß eine Schrotflinte einstecken. Wir gucken mal eben schnell. Und tauschen das mal gegen das. Ja, weil die Scharfschützen, die ballern halt echt ordentlich rein. So, und jetzt kümmern wir uns um euch. Dann habe ich zu spät gesehen. Autsch. Ja, das sage ich doch. Huch, Entschuldigung. Wenn die so in Deckung sind, trifft man manchmal leider nicht. Könnte vielleicht auch einfach die Sekundärwaffe aus seinem Rücken sein, die wir da abschießen. Und dann haben wir hier hinten noch einen. Aber die Karte sagt, wir kriegen schon wieder mehr Besuch. Nehmen gleich mal noch ein bisschen Munition mit. Keiner mehr in Sicht. Hier oben liegt noch Loot. War eine ganze Menge Loot. Ach, da war noch einer. Gucken wir dann gleich alles nochmal durch. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier eine Kiste oder ähnliches übersehen habe, aber sieht nicht danach aus. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr auf Nahkampf gehen. Wir haben ja Fähigkeiten. Die müssen auch eingesetzt werden. Bin mir noch nicht sicher, ob ich mit diesen Brandkugeln hier wirklich glücklich bin. Schaden machen sie schon, aber ich glaube, da gibt es bessere Fähigkeiten. Nach der Mission gucken wir mal durch. Aber wir haben sie schon abgeschlossen. Ging ja doch relativ fix. Ist hier noch was versteckt für uns? Leider nein. Hier sieht es auch nicht danach aus. Hier drüben hatten wir schon geschaut. Nö. Ich glaube, das war's. Also, das ist doch noch nicht vorbei. Entschuldigung. Es geht doch noch weiter. Dachte schon, so kurz sind die Missionen noch meistens hier nicht im Spiel. Eisen wissen wir ja, jetzt brauchen wir zum Modifizieren. Der Weg zu deiner Hütte, Container 99, ist frei, aber... Danke. Bitte warte dort auf mich. Okay, sie ist doch schon vorbei. Dann warten wir natürlich einmal. Er kommt hierher. Ich glaube, er wird sein Zuhause nicht wiedererkennen. Habe ich so ganz leicht das Gefühl. Was ist hier passiert? Wer liegt dort begraben? Sarah. Elodie. Michelle. Es war nicht ihre Schuld. Ich wurde zum Anführer bestimmt, um Essen zu verteilen. Ja. Ich behielt etwas für uns, für meine Mädchen. Sollte ich sie verhungern lassen? Eine Hand wuscht die andere. Es kam mir so harmlos vor. Ich nahm nur Essen. Aber sie nahmen mir alles. Oh. Aber du sagtest, du hast... Hier ist nichts von Wert für mich. Nur Erinnerung. Nimm alles. Und jetzt geh.
Ich bleibe hier noch ein wenig. Er wirkt etwas depressiv auf mich. Ich habe Angst, dass er sich was antut hier. Wir brauchen keine Pumpgun. Handschuhe haben wir aktuell 162, der wäre 210 schon cool. Der Helm würde erstmal mehr bringen. Was haben wir denn hier? Brandbombe. Erhöht den Explosionsradius um 20%. Erhöht den Schaden bei Gegnern, die zwar von der Fähigkeit betroffen waren, deren Statuseffekt aber nicht verbraucht wurde. Wir nehmen erstmal den hier. Dann wechseln wir einmal ins Inventar. Rüsten mal alles aus, was neu dazugekommen ist. Wir können auch mal direkt zerlegen. Mit der rechten Maustaste könnt ihr alles anmarkieren. Man könnte auch alles markieren. Aber das wäre zu einfach und dann mit der entfernen Delete-Taste einmal zerlegt. Wir kriegen aus dem Zeug aktuell nur Schrott und Leder. Ich glaube, sobald es blau oder lila ist, gibt es dann auch mal ein paar Splitter dazu. Achso, nee, Moment, ich wollte nochmal zurück. Und was wir jetzt nochmal gucken, nicht die Auszeichnungen, Klasse auch nicht, sondern Fähigkeiten. Wir haben aktuell die Lava-Geschosse. Überhitzung. Das war der, wo wir vorher die Gegner verbrennen mussten. Da könnten wir den verbrennen. Das könnte man schon cool kombinieren, aber ich glaube, wir lassen es doch erstmal so. Die Lava-Geschosse, weil wir haben ein bisschen was auf Fernkampf. Das war ja das, was mich daran so erfreut hatte. Eine Art Schrift. Ist ja schön, aber bis auf dem Helm gab es hier nichts. Aber wir haben einem älteren Herrn einen Gefallen getan. Oh, doch, noch eine Kiste. Und blauer Loot, eine Hose und ein bisschen Schrott. Dann rüsten wir doch noch die Hose aus, dann teleportieren wir uns zurück. Und jetzt schon wieder die ganzen Hosen her. Habe ich die Hosen vergessen beim Zerlegen? Entschuldigung. Dann teleportieren wir uns jetzt zurück zum Jakob und machen uns mit dem Truck auf den Weg nach Eagle Peaks. Damit wir auch mit der Hauptstory mal etwas weiterkommen. Aber gut, wir haben an sich die Mission auch erledigt. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch eine Nebenmission sich versteckt hat. Aber alles, was wir gesehen haben, haben wir erstmal getan. So, Jakob. Bereite den Truck vor. So sieht's aus. Rift Town war das erste Gebiet. Wir waren jetzt in First City und Eagle Peaks kommt als nächstes. Und wenn wir mal rüber scrollen, könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie viel Gebiete, Missionen es hier noch geben wird, gerade weil die Gebiete ja auch relativ nah beieinander sind, ne? Ich glaube, da steht noch einiges oder kommt noch einiges auf uns zu. So, wir machen nach Eagle Peaks. Die Questerlösung wartet auf uns. Und ich hoffe doch, dass wir die genauso gut hinkriegen wie bisher alles. Zweimal sind wir gestorben. Ihr müsst aufpassen. Wenn ihr sterbt, zieht das von der Weltstufe ab. Ist das der Turm? Ja, aber die Seilbahn scheint defekt. Du kannst ja die Soldaten fragen, wie man sie in Betrieb nimmt. Was zur Hölle war denn das? Ich halte den Motor warm. Und wir sind im verschneiten Gebiet. Wir brauchten ja eine Antenne, die sehr hoch steht und deswegen ungestört ist, um die Frequenz auf unserer Hand zu Orten signalisieren, was auch immer. Das nächste Gebiet. Und ich bin mal gespannt, nach dem, was wir gerade gehört haben, kommen hier doch etwas nicht so ganz menschliche Wesen noch auf uns zu. Die Seilbahn zum Funkturm. Funktioniert die? Nicht seit Rebellen sie kontrollieren. Die Gondel ist auf ihrer Seite. Du könntest sie ja brav bitten. Danke, ich verzichte. Was ist mit der anderen? Würde ich nicht riskieren. Fährt so dicht am Vulkan vorbei. Ist er aktiv? Naja, ab und zu spuckt er Lava. Aber da drin lauert noch was viel Unnatürlicheres. Okay.
Was hat es mit dem Vulkan auf sich? Was auch immer da drin ist, selbst die Rebellen halten Abstand. Wir haben es auf die harte Tour gelernt. Das Ding blieb im Nebel. Zerrte sie die Klippen runter und spuckte Feuer. Ich habe nichts gesehen, nur die Schreie gehört. Als wir die Gondel dann zurückgezogen hatten, war alles voller Blut und Asche. Also, wenn ich die Seilbahn nehmen will, dann muss ich mich zuerst um den Vulkan kümmern? Machst du Witze? Bist du etwa lebensmüde? Sag mir einfach, wie ich hinkomme. Oh. Übrigens. Ich bin Captain Dunham. Es gibt einen Weg, der ins Gebirge hinaufführt. Bleibt in Zweiergruppen, sichert nach... Das klingt doch... ...überwacht alle eingetragenen Koordinaten. Ich will jede Stunde einen Bericht. Ganz stark nach einer Quest für uns und er hat auch den geilsten Job hier, oder? Eiszapfen mit Flammenwerfer entfernen? Würde ich mich direkt drauf bewerben? Das wäre genau mein Job. Naja, dann machen wir hier erstmal Schluss an der Stelle. Morgen 17 Uhr kommt dann die nächste Folge und wir gucken mal, ob wir bis dorthin oder ob wir in der Folge schon bis zum Vulkan kommen und was da auf uns wartet. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.